Wie ist da der Weg durch den Wald davor gekommen? Überhaupt kein Problem beim Aufgehen. Passt. Wenn du gleich viele Schritte hast wie ich, dann hab ich auch gleich viele Schritte wie du. Ja. Alter, was ist denn da los? Indiana Jones beim Hupfen, hey. Einen schönen guten Morgen bei Roman am Berg. So, heute Tour auf Mittagskugel über die Südflanke, über den Normalweg. Da haben wir uns nichts großartig was an heute. Jetzt sind wir schon bei der Bertha-Hütte herum. Den Weg durch den Waldaufer haben wir uns jetzt gespart. Nein, haben wir es natürlich nicht. Aber der ist ein bisschen fad zum Filmen. Und heute, wie gesagt, ganz normal auf Mittagskugel. Er hebt sich hinter mir ganz schön, das Ding. Wird eine chillige Partie, es wird halt ziemlich heiß. Dann wünsche ich euch viel Spaß und schöne Eindrücke. Kommt's mit? Ja, und dabei ist heute der Martin. Der liebe Martin, der beste Mechaniker auf der Welt. Und der freut sich auch schon voll aufs Aufgehen. Komplett. Ja, wie ist da der Weg durch den Wald davor gekommen? Überhaupt kein Problem beim Aufgehen. Passt. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen. Ja. Also war kein Problem. Nein, so überhaupt kein Problem. So. Nein, gar nichts. Das werden wir schon hinkriegen. Und die zwei Herrschaften, da sind auch noch dabei. Wie geht's euch? Habt ihr es überlebt da auf? Ihnen geht's ganz gut, also sie ist voll motiviert. So, jetzt geht's dann gleich los nach einer kurzen Pause. Wir brechen auf. Jetzt gehen wir da ein Stückchen den Weg runter. Dann da vorne die Bergflanke entlang und dann gehen wir dann die Südflanke drüber auf. Schaut von da jetzt schlimm aus, ist es aber nicht. Und das Einzige, was heute schlimm wird, ist glaube ich die Hitze. Dann hab ich auch gleich viele Schritte wie du. Ja, circa. Weil ich kein Schuppern. Ja, das ist ja wurscht. Aber das ist für mich ein Berggehen. Oh, schön kein Motto, im Wald spazieren. Lauf ein bisschen. Ja, da hat ja gestern gewandert. Oh mein Gott, jetzt gehst du wieder runter. Na, runter ist doch fein. Nein, runter ist das zweite, das ist wieder runter. Ach, weg hier. Alter, was ist denn da los? So, und da vorne sieht man noch an den Felsritzerspitz, da kann man von der Bertha-Hütte ausgehen. Wenn man sich halt gerade die Mittagskugel nicht zutraut, dann geht man halt dort rauf. Ist aber auch ein total schöner Weg. Und relativ steil und rutschig kann es da rauf sein. Also jetzt nicht, wenn es geregnet hat. Oder ihr kennt es einfach. So, jetzt sind wir dann kurz vor der ersten versicherten Stelle. Da vorne die kleine Querung, nicht weiter tragisch, seilversichert. Man kann sich schön anhalten, es sind aber gute Tritte im Felsen. Mit ein bisschen Übung braucht man das Seil gar nicht. Der Martin freut sich schon, oder? Bis jetzt ist dem noch kein Problem. Das Fohle, gell? Bis jetzt ist noch gar kein Problem. Der Ausblick ist natürlich auch Hammer. Und da vorne noch einmal der Festritzerspitz. Ja, und wir müssen nur noch da auf.
so davon, die zweite selbstversicherte Stelle, die ist einfacher. Da ist nur ein bisschen kritisch, wenn es nass ist, aber dadurch, dass man sich anhalten kann, ist es halb so wild. Nervig auf dem Berg. Das sind die ganzen Stufen, die sie da überall reingeschlagen haben. Aber halt notwendig. Sonst schwimmt es da irgendwann einmal im Weg weg. Schau, da sitzt sie schon, die Prinzessin. Wohl, wohl, der Weg ist das Rote, Rote. So, und da oben, wo die Leute entgegengehen, der Grat da vorne, das ist genau die slowenisch-kärntnerische Grenze. Da müssen wir noch hoffen, dann ist das Schlimmste hinter uns. Und dann geht es dann rechts da Richtung Gipfel. Den sehen wir jetzt noch nicht, aber da oben scheint schon das Kreuz vom Nordostgrat raus. Sieht man jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht, wegen einem Ausschnitt, aber es ist circa da, wo der Finger ist. Und der Fest aus der Spitze, der ist schon bald unter uns. Und mittlerweile, wie es die Kollegen so angemerkt haben, sieht man da hinten auch schon den Wörthersee aus erleichtern. Es ist heiß, gell? Aber schön. So Leute, jetzt sind wir ca. auf der Hälfte. Jetzt geht der Weg nachher nach da oben bei den Felsen links rum und dann kommt es schon auf die Richtung Grat. Ich fahre jetzt nur Schotten. Ja, genau, weil ich nur deswegen gehe ich da.
so die letzten paar Serpentinen auf. Flacht der Weg ein bisschen aus. Ein bisschen leichter zu mir, die Stufen sind jetzt auch vorbei. Die haben wir erst beim Runtergehen wieder. Jetzt geht es da schön kamut zur Grenze hinauf. Und von dort noch ein kurzes Stück zum Gipfel. Haben wir gleich geschafft. Es ist ganz schön was los heute am Berg da. Überall Leute. So, schreibt einmal alle noch fit, ja? So, letzter Stickel zum Gratdorfe. Sind wir gleich oben. Dann auch nur ein kurzes Stickel zum Gipfel. Dann sind wir angekommen. So Leitung, bergheil, geschafft habt ihr es. Und sauber. Wie geht's euch? Super, super, ja. Alles klar? Mhm. Alle haben es geschafft. Die drei haben heute die erste Bergtour gemacht in ihrem Leben und das wäre mit fast 1000 Höhenmeter. Respekt. Mhm. Und allen drei geht's gut. Super. Super haben sie es gemacht. So, jetzt sind wir dann herum angekommen. Jetzt kommen wir da auf diesen Gipfel gerade entlang, der von unten recht vulkanartig ausschaut. Jetzt zeige ich euch dann einmal, wo man die Westflanke raufgeht. An der Westflanke angekommen. Kommt man quasi von da unten über die ehemalige Anna-Hütte, über den kleinen Weg da unten, über einen relativ steilen, felsigen, gerölligen Weg hier die Flanke rauf.
Vorne hat man auch schön einen herrlichen Ausblick auf die Julischen. Da vorne sieht man den Mangard und den Triglav. Die großen Antenne, da hinten steht der Lobratsch. Da unten der Farkassee. Dahinter sieht man noch das Goldeck. Da geht es schön Richtung Slowenien runter. So, jetzt gehen wir dann noch zum Nordostgrat, wo man da halt drauf kommt. So, Leitl. Und da ist das Kreuz vom Nordostgrat. Und da geht es schnurstracks zur Bertha hinten runter. Da sieht man jetzt die Bertha hinten. Das ist an einigen Stellen eine Kletterei bis 2+. Da unten ist auch noch einmal der Festritzer Spitz. Da wirkt er schon sehr viel kleiner. Nachdem wir jetzt da eine ganze Zeit lang am Gipfel verweilt sind, haben wir uns jetzt zum Abstieg entschieden. Es wird der gleiche Weg wieder zurück sein. Vielleicht fühlen wir zwischendurch noch einmal kurz. Aber im Endeffekt sehen wir uns da unten bei der Bertha hinten auf ein alkoholfreies Bier. Bis später! So, Stelle Nummer 1, wo man sich beim Hobergen verkaufen kann. Hier runter sollte man nicht gehen, sondern da entlang. Hier gab es mal keine Markierung, jetzt haben sie auf die Seite von den Felsen Markierung gemacht. Und dann sind ein Haufen Leute da runtergegangen. Aber heute sollte das kein Problem mehr sein. Kommen sie die Kämpfer. Hopp, hopp, drüber! Jawohl! Das entspricht jetzt nicht gerade dem Lehrbuch, aber es ist gegangen.
da seht ihr jetzt die zweite Stufe, wo man runter kann, weil da kann man alternativ noch da drüber runter gehen. Und da gehen ganz viele Leute einfach den Pfad runter. Was wieder eine ziemliche Geröllkraxlerei ist. Noch. Da kann man aber auch durch runter gehen. Sollte man aber nicht. Wir gehen da weiter. Und jetzt sind wir fast unten. Jetzt kommen wir schon wieder in das Stufenlatschengelände rein. Da. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einmal die zwei versicherten Stellen vor uns vom Aufgang. Und dann sind wir eigentlich schon wieder im Wald. Ha, ich freue mich schon so aufs Bier. Indiana Jones beim Hupfen, hey. Jawohl, brav ist er. So, sehr brav. Weiter. So, noch ein letzter Ausblick, bevor es in den Wald runter geht. Schön ist gewesen. Nächste Station, Bertha-Hütte. Bis gleich. Geschafft. Hütte und fast leer. Auf der Seite kriegen wir sogar einen Platz. Schön. Gleich gibt es was Kühles. Geschafft ist geschafft, Leuteln. Prost. Prost. So, Leuteln, jetzt gehen wir den Wald wieder runter. Richtung Fahrzeug. Und dann geht es nach Hause, den Weg im Wald, aber wir werden immer filmen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wie immer hoffe ich, dass euch die Tour gefallen hat, dass die Eindrücke schön genug waren. Pfiat euch, ich wünsche euch was.